Hallo liebe FIFI-2-Zuschauer, ich heiße André und ich stelle euch heute wieder im Teamcheck eine neue Mannschaft vor, nämlich der FC Zürich. Er hat ein Transferbudget von 3,5 Millionen und ein wöchentliches Gehaltbudget von 25.000. Und wir gucken uns zuerst mal die Aufstellung an, die ich euch gebastelt habe, nämlich die beste Aufstellung für das Team ist auch zugleich die Standardaufstellung, denn Zürich hat folgendes Problem: Offensive top und im Vergleich zur Defensive eher flop dann die Defensive. Deswegen würde ich mit zwei Sechsern spielen. Normalerweise hätten wir zwei Stürmer und würden dann auf das 4-4-2 gehen, breite Raute, aber es wäre natürlich wieder die gleiche Aufstellung wie bei den letzten Teams. Aber es wäre halt eigentlich das Beste, wenn man mit einem Sechser spielt, nämlich Yappi Yapo, geiler Name auf jeden Fall, und einem Zehner. Aber da die Defensive so schwach ist, da jetzt mal nur mit einem 63 und 64 in der Innenverteidigung, habe ich mich dazu entschlossen, noch einen zweiten Sechser aufzubieten, um ein bisschen mehr Stabilität im Zentrum zu haben. Weil sonst hätte man noch einen Stürmer hinpacken können in den Sturm. Also das heißt, dass man zwei Stürmer mit zwei Stürmern spielt und einem Sechser und einem Zehner. Aber habe ich jetzt nicht getan. Dann das Problem ist auch, der Torwart ist auch nicht gerade so mega stark. 61. Außenverteidiger sind vollkommen in Ordnung, aber halt das Zentrum in der Defensive ist eher ein bisschen mau. Deswegen auch den zweiten Sechser, der jetzt auch nicht gerade brillant ist, aber halt als zusätzliche Stütze dann noch absichert. Zu den Außen, das ist einmal ein Stürmer, der kann auch linkes Mittelfeld spielen, ganz interessant. Und Schönbechler. Dann auch bei 10,73er natürlich der Beste mit Yappi Yapo. Und halt dann Gavranovic im Sturm. Zu den Rollen ist eigentlich nicht viel zu sagen, denn man kann da drehen und wenden, was man will. Die sind halt einfach nicht stark in das, was sie können. Und deswegen ist es eigentlich so gut wie egal, wer da die Dinger schießt. Zum Beispiel jetzt könnte man hier auch ihn schießen lassen. Ja, würde halt keinen großen Unterschied machen. Das heißt, alle so im orangenen, dunklen, orangenen Bereich. Das ist halt nicht so prickelnd, auch bei den Ecken. Kommen wir zum Teambericht und gucken uns mal so das Team an sich an. Um mal ein bisschen Einblick für die Mannschaft zu haben. Nämlich haben sie zwei Torhüter, einmal 61 und 60, da sollte man auf jeden Fall nachverpflichten, wenn man ein Transferbudget von 3,5 Millionen hat, dann sollte man sich da auf jeden Fall den einen oder anderen Spieler mal holen, vielleicht ein Talent, der genauso stark ist, dann kann man halt die Spieler verkaufen. Ich werde euch auch später zeigen, welche Spieler ich verkaufen würde, um das Geld für die Talente bzw. für Spieler zu kriegen. Zwei rechte Verteidiger ist in Ordnung, sage ich jetzt mal, ein 66er, ein 58er, besser ist gar nicht. Dann hier vier Innenverteidiger, wobei wir dann natürlich auch einen verkaufen werden. Dann einen linken Verteidiger ist ein bisschen mau, da müsste man auch nachverpflichten. Zwei ZMs reich willkommen, zwei RMs. Dann eine Menge ZMs, da werden wir auch einen ausfallen und einen verkaufen. Zwei AMs, ZOMs brauchen wir natürlich auch, weil wir halt eine Position für den auf dem Feld haben und dann brauchen wir halt immer ein Backup. Und dann halt 4-5 Stürmer, wo wir dann halt auch den einen verleihen und einen verkaufen, um das Geld reinzukriegen, weil wir halt wirklich nur mit einem Stürmer spielen. Zu den besten Talenten in der Mannschaft: einmal ist das Simon Yam. Der kriegt eine 68, 11 Gesamtstärken mehr. Dann Dominguez, er bekommt eine 66, 11 Gesamtstärken mehr. Und zum Schluss unser ZTM. Wo ist er? Ich finde den jetzt, wo ist denn Grigic? Ah, ZTM. Hier, Grigic. Der bekommt eine 69. Also 15 Gesamtstärken mehr, das sind halt bis jetzt die besten Talente, ist jetzt auch nicht gerade so prickelnd, aber die haben auf jeden Fall einen richtig hohen Boost, kann man dann verleihen oder auch mal ein bisschen spielen lassen und dann verkaufen. Und es gibt noch einen, sehe ich gerade, der ist auch ziemlich interessant, das ist nämlich, ist mir gerade eingefallen, Buhr. Er bekommt eine 70, 10 Gesamtstärken mehr, also das ist schon mal wieder ein bisschen interessanter, er wäre natürlich auch der Backup für den einen Spieler. Nämlich für den Stürmer und dann könnte man halt natürlich ihn auch spielen lassen, dann würde sich halt auch extrem verbessern. So viel dazu. Dann gehen wir mal auf Verträge, gucken uns kurz die Verträge an, wo wir sagen müssen, ja, vier Spieler laufen aus. Ja, die haben nur, fünf Spieler, die haben nur ein Jahresverträge nur noch, aber sonst halt alle ziemlich lange Verträge, 3, 4 Jahre, 2 Jahre, alles vollkommen in Ordnung. Und ich denke mal, dann kann man den einen oder anderen verlangen. Gravanovic will ich auf jeden Fall verlangen. Koch hat 66. Muss man halt gucken, mit welchen Spielern man plant. Ja, so alt sind sie nun auch noch nicht. Also würde ich auf jeden Fall mit jedem verlängern.
dann zu den Spielern, die ich verkaufen würde bei dem Team für die Anfangszeit, sind einmal, gehen wir mal durch, Torwart macht keinen Sinn, dann Innenverteidiger würde ich verkaufen, einmal ihn zur Leihe und ja, das war's eigentlich. Ja, da wir nur 4 Innenverteidiger haben, würde ich den nur einen ausleihen, der andere ist sogar ausgeliehen, deswegen müssen wir uns da unbedingt einen linken Verteidiger holen. Das andere alles passt, weil wir da immer nur 2 Spieler pro Position haben. Und dann einen ZM würde ich Kukeliki würde ich verkaufen, der ist 31,61, kriegen wir noch ein bisschen was für. Und Saar würde ich ausleihen. Cayenne, dann ist Yappi Yappo, das ist ein bisschen bitter. Und dann würde ich ihn verkaufen, er hat einen 1,2 Millionen Marktwert, deswegen würde ich auf jeden Fall ihn dann noch weghaben, dann würden wir nochmal richtig Geld kriegen. Mit einem Stürmer spielen wir ja sowieso, also haben wir noch schönen Backup, dann den Einkommen ausleihen. Und hätten wir immer noch Sadiko oder Schermitti. Nee, der spielt ja linkes Mittelfeld, also Etundi. Ja. Den wir dann verkaufen könnten. Und dann hätten wir genügend Geld, um dann ein bisschen die Mannschaft aufzurüsten. Zur Prognose ist es schwierig. Ich würde sagen, eher im Mittelfeld, 6., 7. Platz ist drin auf jeden Fall. Ersten 5 wird ein bisschen hart, da das. Ja, die Verteilung ein bisschen fehlt, ne? Also ganz oben, erst, zweiter, dritter Platz ist wahrscheinlich nicht drin, schwach für, aber so, ja, 5., 6., 7. würde ich die einschätzen. Auf jeden Fall eine gute Offensive, aber die Defensive hängt noch ein bisschen hinterher und daher wird es wahrscheinlich ziemlich schwierig sein, für Zürich da oben mitzuspielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Teamcheck bei der nächsten Mannschaft und ich bin jetzt raus und tschüss!